Wenn wir uns ein Grüconitloch jetzt nicht nur von der belebten Seite ansehen, sondern auch von der Nährstoffseite und all diesen Prozessen, die in einem Grüconitloch stattfinden können, dann sehen Sie hier jede Menge von Prozessen, welche auch in normalen Seen vorkommen. Das heißt, wir haben einen Input von Schmelzwasser, auch mit Nährstoffen, speziell mit Stickstoff beladen. Es gibt durch diese heterotrophen Bakterien eine sehr aktive Sekundärproduktion oder bakterielle Produktion durch die CO2-Fixierung, durch die Algen, natürlich auch Photosynthese und eine Stickstofffixierung. Und wir haben all diese normalen Prozesse von Dekomposition, von Fraß durch Räuber, von Reproduktion, Metabolismus, alles findet sich in diesen kleinen Miniseen, die hier zuhauf auf diesen Gletscheroberflächen vorhanden sind. Es werden, wie auch erwähnt, durch die Viren sehr viele Nährstoffe freigesetzt oder generiert durch lytische Prozesse. Das heißt, organische Substanzen in gelöster Form werden freigesetzt und können sehr gut wieder verwertet werden von Bakterien. Also hier zum Beispiel gelöster Kohlenstoff, Stickstoff oder auch Phosphor. Und es kommt natürlich wieder der Schmelzwasserfluss hinaus, welcher Nährstoffe wieder weiterbringt. Und somit kann man sich das wie so eine Kaskade vorstellen, was an einem Gletscher produziert wird und dann für das weitere oder für weitere Nischen wieder zur Verfügung gestellt wird, wie zum Beispiel im Gletschervorfeld oder dann wieder in Gletscherbächen in der Arktis oder Antarktis zum Beispiel dann in das Meerwasser, was dann in weiterer Folge verwendet wird. Und somit sind Gletscher eng verbunden auch mit allen anderen Lebensräumen. Wie gesagt, ist in der Antarktis jedoch dieses Leben extrem langsam. Also wir nennen es Leben in Superzeitlupe, weil eben diese Vegetationsperioden oder diese Phasen, wo wirklich flüssiges Wasser vorhanden sein kann, extrem kurz ist. Und das heißt, dass wir hier von einem, ja, so wie man es kennt, auch von dieser Blühphase in der Arktis zum Beispiel, die sich nur über wenige Wochen erstreckt, kann man das hier gleichsetzen. Wenn man jetzt wieder unter dem Aspekt Klimawandel sich das anschaut, wie sich Gletscher verhalten, wie sie sich entwickeln, dann sagen wir jetzt mal bildlich gesprochen, die Gletscher werden grüner. Aber was versteht man jetzt darunter? Gletscher kann nicht wirklich grüner werden. Warum? Da wächst ja kein Gras drauf. Kann man sich das so vorstellen? Aber wenn man ins Detail geht, dann sieht man eben durch den Temperaturanstieg, dass mehr Wasser vorhanden ist auf der Oberfläche, fördert somit natürlich auch das Wachstum von Organismen, auch von diesen autotrophen Organismen, die Photosynthese bilden oder Photosynthese betreiben, sich auch schützen müssen vor der einfallenden UV-Strahlung durch eine Pigmentbildung. Und diese Pigmente sind meistens eben auch dunkler. Und somit kann man das sehen als einen riesengroßen Überzug einer Gletscheroberfläche, welche wir dann eben als grün bezeichnen, bildlich gesprochen. Also ein Gletscher ist durch diese Photosyntheseaktivität praktisch wie eine Lunge. Dort wird CO2 fixiert und Sauerstoff abgegeben bzw. weiter wieder verwertet. Die Photosynthese auf den Gletschern ist messbar, sehr gut messbar und auch die dafür verantwortlichen Organismen gut sichtbar. Das heißt, jeder, der Skitouren geht, bei uns im Hochgebirge und im späten Frühjahr oder im Frühsommer die Schneeoberfläche beobachtet, wird sehen, dass in bestimmten Teilen die Schneeoberfläche rot gefärbt ist. Das sind keine Sandablagerungen oder nicht nur, sondern in erster Linie sind es Algen, die auf der Schneeoberfläche gedeihen, eben nur für wenige Wochen. Und diese Algen bezeichnet man als Schneealgen, welche normalerweise im Boden überdauern.
Wenn jetzt durch dieses Schneepaket, welches über dem Boden liegt, flüssiges Wasser durchdringt während des Schmelzprozesses, ist es praktisch wie so ein Trigger für die Zellen, dass sie mit ihren feinen Flagellen durch diese feinen Wasserkanälchen nach oben sich bewegen können. Sie lagern sich dann an der Schneeoberfläche ab, also ganz knapp drunter, werfen diese Flagellen ab, bilden stark gefärbte Pigmente, um sich vor der Sonnenstrahlung zu schützen und betreiben dort sehr aktiv Photosynthese. Was Sie hier im Bild sehen, sind eben diese ganz klassischen Schneealgen Chlamydomonas nivalis, diese kreisrunden. Man bezeichnet sie auch als Wassermelonenschnee oder Blutschnee. Wassermelone deswegen, weil wenn man das zusammenkratzt und dran riecht, dann riecht es wie eine frische Wassermelone. Und das kommt durch diese Schutzpigmente, hauptsächlich Carotinoide. Was man hier auch gut sieht an diesem Bild, ist diese sehr verfestigte Zellmembran, die eben nochmals schützen sollte vor den Gefrierprozessen. Ganz spannend ist es auch diese Wahrnehmung im Mittelalter. Also auch, wie gesagt, Aristoteles hat diese Schneealgen schon beschrieben, aber im Mittelalter war das bekannt als Blutschnee, weil diese Färbung eben so blutrot war. Und die katholische Kirche hat damit gedroht oder hat versucht, die arme Bevölkerung zu manipulieren, indem sie gesagt hat, das ist jetzt das Blut Jesu. Das ist praktisch die Bestrafung dafür, dass die Bevölkerung so viele Sünden begangen hat. Und wenn die Leute ihren Obolus an die Kirche bezahlen, dann wird diese Bedrohung auch wieder weggehen. Die Leute haben natürlich bezahlt, aber das Schneepaket ist natürlich auch abgeschmolzen und somit waren auch die Schneealgen wieder weg. Und so ist es ganz interessant oft, wie diese Wahrnehmung auch kulturell ausgenutzt worden ist. Aber durch diese Schneealgen werden eben große Mengen an CO2 fixiert und ein Gletscher atmet auch. Was Sie hier sehen im Insert, ist jetzt keine Blutkonserve, sondern im Prinzip nur geschmolzener Schnee, wo eben diese Schneealgen sehr, sehr gehäuft vorkommen.